Sie wissen, dass ich als Person seit 34 Jahren jeden Morgen und Abend meditiere. Und Sie wissen auch, dass ich in dem Buch gefordert habe, dass jedes Kind in der Schule sowas wie ein Bewusstseinswerkzeugkasten kriegen muss. Das heißt, es sollte zum Schulunterricht gehören, dass es so ein Angebot gibt, dass mindestens zwei Meditationsformen in Bewegung und im Sitzen gelernt werden, auch Formen der tiefen Entspannung, auch wie man sich schützt gegen diese neuen medialen Umwelten. Also natürlich ist es wichtig, wenn wir zu Ergebnissen kommen, wenn sie denn da sind, wie wir unsere mentale Architektur optimieren können. Wenn das realistisch ist, dass das schnell in die Schulen kommt. Ja, und wir machen jetzt gerade, also genau in dem Sinne, erste Versuche zur Plastizität, nennt man das in der Neurologie, also zur Trainierbarkeit und Flexibilität unserer Gehirnarchitektur. Das wollte ich vorher noch vorschieben. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis oft in der Gesellschaft. Wenn man was im Gehirn zeigt, glaubt man immer, es muss Biologie und Genetik sein. Das Gehirn ist beides. Es ist ein Produkt von Genetik und Umwelt. Das heißt, Plastizität bezieht sich vor allem auf die Veränderbarkeit von Gehirnstrukturen durch Erfahrung. Und was wir uns jetzt angucken, ist, wie viel mentales Training in Form von zum Beispiel positivem Affekt, Mitgefühl, Compassion kann man machen oder muss man machen, bis sich im Gehirn, im erwachsenen Gehirn anfangen, Strukturen zu verändern, die zum Beispiel der positiven Affekt, also Emotionalität zugrunde liegen. Und schon nach einer Woche zeigen sich funktionelle Veränderungen in Ihrem Gehirn, wenn Sie zum Beispiel mentales Mitgefühlstraining machen. Das heißt, so wie die buddhistischen Mönche. Man sitzt da, also das ist das, was wir nennen, wir trainieren das Bindungssystem, Attachment-System. Das ist ein uraltes System, was jedes Tier auch hat. Das ist die Bindung zwischen Mutter und Kind. Diese altruistische Liebe, die man da spürt, wenn man sein eigenes Kind sich vorstellt. Das heißt, wenn man Elternteile in so ein Training bringt, die Kinder haben, sagt man am besten, ihr stellt euch das Gesicht eures Babys vor. Das geht dann sofort, dann geht doch ihr Herz auf. Wenn sie kein Kind selber haben, dann können sie sich auch das Gesicht ihrer Mutter oder der Oma vorstellen, jemand, der wirklich gut zu ihnen war. Aber Gesicht ist wichtig. Ja, das Gesicht ist wichtig. Aber eine Augen Vorstellung, es ist einfach nur ein Trick, um dieses uralte System in sie zu aktivieren und zu trainieren. Genauso wie sie Muskeln im Fitnessclub trainieren können, wenn sie immer so machen, können sie auch mentale Muskeln im Gehirn trainieren und auch affektive Muskeln, die auch hier repräsentiert sind und nicht nur im Herzen. Und das machen wir und man kann sehen, dass sogar nach einer Woche schon Veränderungen sichtbar sind, die sich sowohl in Wohlbefinden niederschlagen, als auch in einem besseren Stressresistenzsystem, also Cortisol-Level gehen runter und zu prosozialen Verhalten, wie wir es im Experimenten messen. Also das ist jetzt experimental. Das heißt, man kann Altruismus lernen, wenn man so will. Genau.